Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zu den neuen Liebesenergien zum Wochenende oder jetzt speziell über die Ostertage. Wir schauen einfach, was ich hier in der Liebe zeigen möchte. Es ist jetzt egal, ob du schon in einer Verbindung bist, ob du einen Herzmensch hast, ob du Single bist. Das ist vollkommen egal. So, ich lasse die Karten wie immer springen. Ihr bedenkt bitte, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse aber zu Beginn eine Karte springen, wie es denn aktuell bei dir in Bezug auf die Liebe aussieht. Und dann kannst du gleich prüfen, ob du hier eventuell in der Reisegruppe bist oder nicht. So, ich beginne. Wir schauen, wie ist es denn aktuell? Da haben wir schon eine. Guckt euch das an. Der Magier, das ist eine interessante Karte im Bereich der Liebe. Da geht es nämlich um die Vorstellungskraft, um die Manifestation. Darum, dass eine Möglichkeit sich ergibt oder schon ergeben hat, eine bestehende Verbindung oder ja, die Liebe allgemein so ein bisschen zu wandeln. Es geht um die Wandlungsfähigkeit einer Situation. Das heißt, es kann jetzt sein, dass dir hier gerade ganz bewusst wird, was du in der Liebe willst. Oder dass die Verbindung zu einem bestimmten Menschen sich gerade in einer Wandlung befindet. Also du überlegst oder fühlst für dich rein, wie du auch im Bereich der Liebe zu einem Ziel kommen kannst, was dich glücklich macht. Du überlegst, was habe ich bisher für Erlebnisse oder für Erfahrungen im Bereich der Liebe gemacht, welche Menschen habe ich ins Leben gezogen und jetzt überprüfst du, war das denn jetzt auch all das, was ich eigentlich wollte, was mich glücklich gemacht hat? Auch in bestehenden Verbindungen kann es sein, dass man jetzt überlegt, wie kann man eine Verbindung verändern, dass sie wieder zum Glücklichsein führt oder dass man sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Also der Magier in dieser Verbindung sieht man auch hier sehr schön, der macht hier sein Süppchen, sage ich jetzt mal. Und es geht darum, eben zu schauen, wie stelle ich mir eine bestimmte Verbindung oder die Liebe oder Beziehung allgemein vor. Ne? Also da geht es um das Thema Wünsche, Manifestation und auch tatsächlich die Energie, das umzusetzen. Und an der Unterseite interessanterweise haben wir hier nämlich die Sonne. Die Sonne ist auch eine Wahnsinnsvorstellungskraft, Positivität, Geborgenheit, Wärme. Aber auch so dieses, wenn zu viel Sonne ist, wird es auch zu heiß, ne? Also auch das Verbrennen einer Situation. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das hier wirklich sein könnte, dass du momentan genau für dich überprüfst, welche Wünsche, Vorstellungen hatte ich mal im Bereich der Liebe und was will ich jetzt eigentlich wirklich, was passt denn jetzt noch zu meiner eigenen oder zu der Person, die aus mir geworden ist im Bereich der Liebe. Ne? Also man überprüft ja. Man möchte nur noch das Positive im Bereich der Liebe. Ne? Man gibt sich hier nicht mehr mit irgendwas anderem zufrieden, was einfach nicht mehr funktioniert. Man ist wirklich in so einer Kraft für sich, dass man sagt, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Ne? Wir schauen mal. Wie sich denn die Energien über das Wochenende, ja genau, man beendet hier irgendetwas mit der Macht des Verstandes. Ne? Man sagt, so und so geht es jetzt nicht mehr weiter, ich lasse mich nicht mehr hintergehen, ich lasse mich nicht mehr verraten, ich halte nicht mehr die Lasten oder die Bürden auf oder lade die Bürde auf mich, die andere mir geben oder stelle mich hier als Sündenbock hin. Also man beendet etwas mit der Macht des Verstandes. Kann natürlich auch im Bereich der Kommunikation sein, dass es hier zu Gesprächen kommt, die vielleicht nicht zwangsläufig immer so lieb und nett sind, aber mit dieser Form der Gespräche kommt man hier aber auch zu einer klaren Entscheidung. Man setzt eine klare Grenze. Und ja, man möchte einfach, man möchte nicht mehr so weitermachen wie bisher in der Liebe. Wir schauen mal weiter, was ich hier noch zeigen möchte. Welche Energien werden hier wichtig? Ja, die Königin der Kelche. Du willst Gefühle leben, du willst Liebe leben, du willst geliebt werden und du gibst dich hier einfach nicht mehr mit Halbheiten zufrieden. Du bist intuitiv, du suchst eine Verbindung zu einem Menschen, die dich emotional erfüllt. Da ist es erstmal vollkommen egal, was äußere Rahmenbedingungen zeigen, ne? Ob jetzt hier
der den Job hat oder das und das Geld verdient, etc. Es geht dir um die emotionale Erfüllung. Und da setzt du klar eine Grenze. Du sagst jetzt, was mich emotional wirklich nicht mehr erfüllt, das lasse ich weder in mein Leben, noch lasse ich zu, dass es mir das Leben weiterhin schwer macht. Also hier geht es auch um klare Entscheidungen. Und die setzt du auch konsequent um. Diese Entscheidungen können, wie gesagt, tatsächlich im Außen dann umgesetzt werden. Oder es geht darum, dass du erstmal für dich im Innen eine Entscheidung triffst. Ne? Wir schauen mal weiter, welche Karten hier in der Liebe noch wichtig werden. Ja, die 7 der Schwerter. Wahnsinn. Du bist nicht mehr bereit, etwas, was nicht wahrhaftig ist, in deinem Leben zu halten. Es kann auch sein, tatsächlich mit den 7 der Schwertern, dass du dich auch, es ist eine Mond- im Wassermann-Energie, auch nochmal mit der eigenen Bindungsfähigkeit konfrontierst. Ne? Also auch, welche Art von Bindung möchte ich? Wassermann ist ja ein sehr freiheitsliebendes Zeichen und der Mond steht für das tiefe Gefühlsleben. Und Mond im Wassermann ist oftmals so, eigentlich will ich Bindung und dann brauche ich doch auch wieder ganz viel Freiheit. Also auch hier passend zum Magier. Es könnte wirklich auch sein, dass du klar für dich prüfst, wie soll eine Verbindung aussehen. Es ist aber auch möglich, dass du hier irgendwie etwas beendest, wo dir bewusst wird, dass man hier nicht ehrlich war, dass jemand nicht greifbar war. Also sollte jetzt tatsächlich schon jemand in deinem Leben sein, dann triffst du hier klare Entscheidungen für oder gegen diesen einen Menschen, der hier eine Rolle spielt. Du brauchst Stabilität. Und ich habe so den Eindruck, die ist hier momentan aktuell nicht gegeben. Das heißt, es ist gut möglich, dass du hier auch wirklich Entscheidungen triffst, dich bewusst aus einer Situation, aus einer Verbindung, wie auch immer, herauszuziehen, weil dort eben nicht mehr das Gefühl der Wahrhaftigkeit ist. Wir schauen mal weiter. Ja, der Mond. Der Mond steht für die, ja, tiefe Seelenliebe oder Seelenverbindung, für das eigene emotionale Empfinden, ist eine Fischerenergie im Tarot, aber in der Astrologie auch eine Krebsenergie. Du suchst wirklich erstmal auch die Verbindung zu dir selbst. Das ist auch ganz wichtig mit der Königin der Kelche, dass du ein Gefühl für dich selbst entwickelst oder da bist du gerade dabei. Du bist auch ehrlich zu dir selbst oder wirst ehrlich zu dir selbst. Wie du fühlst, was dir wichtig ist, wie du auf bestimmte Menschen reagierst, welche Ängste du in Bezug auf zwischenmenschliche Verbindungen hast, was dir eben bisher widerfahren ist. Also es kann auch gut möglich sein, dass jetzt hier nochmal alte Ängste sich aufzeigen, die du eben durchgemacht hast. Der Mond steht ja auch für frühe Mutterthemen oder das innere Kindthema. Und wirklich zu gucken, wo und wie bist du bereit, dich emotional niederzulassen und diese Anbindung, diese Liebe, die du jemand anderen geben kannst oder die du von jemand anderen, sage ich jetzt mal, dir wünschst, dass du auch erstmal anfängst, sie dir selber zu geben. Ne? Also auch die eigene Wertschätzung und das Respektieren deiner Emotionen, deiner Gedanken, dass du hier wirklich dieses Gefühl für dich selbst entwickelst. Du bist ab jetzt nur noch ehrlich zu dir selbst. An der Unterseite, und das finde ich sehr spannend, haben wir hier die Welt, das ist die Saturn-Energie. Ja, du schließt etwas ab. Du schließt etwas ab, du weißt, wo du hin willst, du weißt, wie dein Ziel aussehen soll, oder dir wird zumindest jetzt in diesen Tagen bewusst, wie dein Ziel in der Liebe aussehen soll. Und du kommst hier für dich zu einer sehr klaren Haltung. Es kann aber auch sein, wenn es um die Verbindung zu einem anderen Menschen geht, dass eben genau das, was ich gerade sagte, auch in Verbindung mit diesem Menschen jetzt eben überprüft wird. Und dass es dann um Entscheidungen geht, wie verfahre ich weiter mit einem bestimmten Gegenüber und welche Möglichkeiten und Chancen ergeben sich da? Ja, welches Zukunftspotenzial hat denn das Ganze? Also es geht hier wirklich darum, etwas zu überprüfen, aber in erster Linie auch dieses Gefühl für sich selbst zu entwickeln.
Ich hätte gerne mal noch eine Klärungsenergie für die 10 der Sterne. Ja, ne? Es geht ja darum, dass du ein Ungleichgewicht nicht mehr zulässt. Du möchtest endlich in die Leichtigkeit, in die Freude kommen. Aber du möchtest auch eben nicht nur Freude und Leichtigkeit. Du möchtest Verantwortungsbewusstsein. Du möchtest Wahrhaftigkeit. Du möchtest ja einfach jetzt auch irgendwo das bekommen, was du an viele andere weitergegeben hast. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir das Kartenbild ansehe, dass du viel Emotion und Liebe in andere investiert hast und jetzt an dem Punkt bist und sagst, das habe ich jetzt verdient für mich. Und du beendest hier oberflächliche Geschichten oder einfach, weil die 9 der Kelche ist zwar schon auch die Karte der Lebensfreude und Leichtigkeit, aber es ist auch die Karte des Übermaßes. Und ich habe so den Eindruck, dass es sein kann, dass du halt momentan Erfahrungen in der Liebe gemacht hast, wo man auch schon leichtsinnig mit dir umgegangen ist oder mit deinen Gefühlen, wo man vielleicht auch immer nur Spaß mit dir wollte, ne? Und das beendest du. Du möchtest nichts Oberflächliches, nichts Unausgewogenes mehr haben, ne? Eine Klärungsenergie für die Königin der Kelche, bitte. Eine Klärungsenergie, ja, die Löwe-Energie, die Kraft, ne? Du verbindest dich mit dir selbst. Dir ist bewusst, welche Elemente du auch in dir selbst vereinst, welche Seiten und Aspekte du hast. Und dir ist absolut klar, mit der Kraft, wer du bist und wie wichtig und wertvoll es ist, dass deine Gefühle respektiert und geachtet werden. Und du bist jetzt endlich an einem Punkt, wo du sagst, es reicht. Ich habe es jetzt verdient, geliebt zu werden, weil ich auch viel Liebe zu geben habe. Und momentan ist es vielleicht noch so, dass du deine Emotionen ein bisschen zügelst, weil da wahrscheinlich noch nicht der oder die richtige Person da ist, für die es sich hier lohnt, diese Emotionen wirklich rauszulassen. Aber dir ist es bewusst. Also es sind auch viele innere Prozesse, die hier stattfinden. Eine Klärungskarte für die 7 der Schwerter. Ja, die Königin der Stäbe, Wahnsinn. Die Königin der Stäbe ist Löwe, Widder, Schütze Energie, die Königin der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion Energie. Vielleicht hast du in diesen Zeichen irgendwelche Planeten oder Aspekte momentan. Und das ist das. Dir wird klar, wer du bist. Du hast dein Feuer wahrscheinlich immer selbst so ein bisschen auch unter den Scheffel gestellt, ne? Und jetzt geht es darum, ehrlich zu dir selbst zu sein. Welche Form von Bindung, welche Form von Liebe passt zu mir, passt zu meiner emotionalen Ebene, zu meiner Ego-Ebene, zu meiner Persönlichkeit? Welche Form von Beziehung, welche Form von Partner? Du bist aber nach außen hin passiv, ne? Also die Königinnen sind auch immer das weibliche Element, also auch die Passivität. Aber im Innen passiert ja ganz viel bei dir. Und du fängst wieder an zu strahlen. Deine Strahlekraft, die du nach außen bringst, da hast du viel dran gezweifelt. Und jetzt kommst du wieder in deine Kraft. Du bist bereit, auch hier mit dieser Sonnenblume wirklich wieder in das Leben zu gehen. Wir haben hier ganz viele Gelbtöne, wie ihr seht. Wirklich, du willst leben. Du willst in deine Kraft kommen. Wir schauen mal eine Klärungsenergie für den Mond, bitte. Wieder die Sonne und die Königin der Schwerter, noch eine Königin. Ja, sage doch, du vereinst ja alle Aspekte, die du in dir trägst. Zweimal die Sonne, einmal der Mond an der Unter- und dann haben wir hier den König der Münzen. Das ist ja sehr interessant. Eine männliche Person, oder na, ihr münzt euch das um, die sich hier zeigt. Entweder geht es tatsächlich um den Abschluss mit einem Gegenüber, Stier, Steinbock, Jungfrau Energie, oder hier tut sich jemand auf für dich oder zeigt sich in deinem Leben, wo es jetzt darum geht, dann auch eben diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht geht es bei dem einen oder anderen auch tatsächlich schon darum, begebe ich mich in diese Verbindung oder eben nicht zu diesem König der Münzen, oder du manifestierst dir diesen König der Münzen. Aber
aus dem Eftertarot, der gereifte König der Münzen, der in seiner Kraft steht, ne? Ich glaube wirklich, dass du gerade die Emotionen, die Gedanken, alles versuchst hier wirklich unter einen Hut zu bringen. Du erkennst dich selbst, so nehme ich das wahr. Ich glaube, du bist jetzt an dem Punkt, an dem du so noch nicht warst. Du weißt jetzt ganz genau, wer du bist. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich wichtig, um eben auch den für sich richtigen Menschen ins Leben zu ziehen. Oder eben auch die Entscheidung zu treffen für oder gegen einen Menschen. Aber ich glaube, das ist eigentlich so die Hauptüberschrift dieser Legung. Du erkennst dich endlich selbst. Du weißt, wer du bist. Und das finde ich ja gerade wirklich ziemlich spannend tatsächlich. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Karte aus dem Engel der Liebe-Orakel springen. Mal schauen, was sich da für diese Legung hier noch zeigt. Welche Karte wird für diese Legung hier noch wichtig? Gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft und an der Unterseite bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, oftmals ist es ja so, wir waren ja immer, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, man hat sich vielleicht auch immer mal jemanden gewünscht und stellt jetzt fest, dass das irgendwie gar nicht mehr das ist, was man eigentlich möchte. Und jetzt kann es halt gut sein, dass du eben durch das Erkennen zu dir selbst eine völlig neue Form von Partner in dein Leben ziehen möchtest. Oder wenn es hier um eine bereits bestehende Verbindung oder Wunschpartnerschaft geht, dann geht es wirklich darum, dass hier eine Veränderung stattfindet. Gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft, sage ich auch immer, auch mal den Blickwinkel zu ändern. Wenn du dich in dir selbst besser erkennst, reagierst du auch ganz anders auf dein Gegenüber oder dein Gegenüber wird anders auf dich reagieren. Und das ist ja immer das, was ich sage. Ein System funktioniert nur so lange, wie jeder seine Rolle im System spielt. Das heißt, wenn du wirklich in der absoluten Authentizität und Autonomität für dich bist, ja, dann wird sich auch die Verbindung zu deinem Gegenüber verändern. Und dann wird sich zeigen, ob es genau diese Verbindung ist, die zu deinen neuen Erkenntnissen noch passt. Aber hier passiert viel, viel im Innen. Und wie gesagt, bei dem einen oder anderen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es hier auch Entscheidungen mit einem König der Münzen gibt. Muss nicht Stier, Steinbock, Jungfrau sein. Es kann einfach um einen gereiften König gehen. Und hier bei dir, Königin der Kelche, Königin der Schwerter, Königin der Stäbe. Also du bist hier absolut bei dir, ne? Du bist klar, du öffnest aber auch deinen Blick. Und du bist, ich glaube, da hat sich so viel bei dir innerlich getan, dass man wirklich sagen kann, jetzt weißt du, wer du bist. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.